Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Und ja, dritte Mission. Die Mission ist mir noch sehr hängen geblieben als Kind. Also, wow. So, also hier unten dann erstmal diesen Typen da killen, weil wir haben hier eine Einheit. Ein Sanitäter. Der ist gut, um die Tanja zu heilen. Und das ist eine Artillerie. Seht ihr? Artillerie ist eine, ja, eine Fernkampfeinheit der Alliierten. Hält nicht viel aus, aber macht gut Wumms, wie ihr seht. Und ja, genau. Also, boah, Command & Conquer, richtig, richtig geil. Ja, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact für euch. Und zwar diese Schauspieler, die ihr hier gesehen habt, in der Cutscene. Mach das mal kaputt. In der Cutscene, das sind, glaube ich, Westwood-Mitarbeiter gewesen früher, ja. Die konnten sich nämlich mit dem Budget, glaube ich, keine teuren Schauspieler leisten. Und daher haben einfach Mitarbeiter da die Szenen gespielt. Finde ich sehr interessant. Also, ja. Und tschüss. Ja, Tanja redet ab und zu mal ein bisschen was. Wiedersehen, Dankeschön. Ja, genau. Genau, bin schon da. Komplechbubi, tanz mal. Genau, das ist ja auch so eine Geschichte. Komplechbubi. Genau, Blechbubi. Ah! Oh mein Gott, wo kommt der denn auf einmal her? Ach, macht das Spaß. Das macht Spaß, wirklich. Das gute alte Command & Conquer, ey. Dagegen können heutige Spiele, finde ich, nicht mithalten. Zumindest im Strategiebereich, also. Wenn jemand anderer Meinung ist, dann mag er das doch bitte in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das ja doch wirklich ein gut gelungenen Klassiker und wirklich den Vorreiter der Strategie. So, da haben wir jetzt erstmal hier ein Transportschiff von den Russen. Da kann die Artillerie direkt mal reinfeuern. Naja, die wollen nicht, okay, oder? Die wollten nicht sterben, alles klar. Dann hat jetzt die Artillerie halt ein bisschen Schaden gekriegt, aber. Ja. Und ja, genau, würde ich sagen, pirschen wir uns mal hier voran. Wir sollen ja die 5 Brücken vernichten mit der Tarnung. Und das machen wir auch direkt. Ich mach mal ein paar Gruppen hier. 3 und Tanja ist die 1. Das ist dann schneller mit diesen Quick-Buttons. Und ja, genau, da ist ein Typ. Willst du ein Nachschlagbübchen? Ja. Ich glaube, das will er. Ja, das will er. Der hat jetzt auch was abgekriegt, seht ihr das? Wegen dem Grenadier. Weil die explodieren halt, ne? So, dann würde ich sagen, hole ich mal die Artillerie ran. Weil das müssen wir. Wenn Tanja jetzt hier reinlaufen würde, das ist nämlich ein Flammenturm. Die würde direkt sterben. Weil das halt ein Flammenturm ist und der Flammenturm ist sehr verheerend gegen Infanterie. Moment, ich speichere das mal zwischen, weil nicht, dass jetzt hier wieder irgendwann. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. leider ist jetzt gerade ein Malheur bei mir passiert. Und zwar, das Aufnahmetool hat einfach mal so gestreikt und es hat nicht mehr aufgenommen. Ich habe jetzt natürlich 5 Minuten schon im Voraus gespielt, ohne überhaupt, ja, aufzunehmen. Und das habe ich natürlich nicht gemerkt. So, jetzt habe ich oben links eine Zahl laufen und das, sollte sich doch als nützlich erweisen. So, das hier ist ein Flammenturm, um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen. Den kann ich nicht direkt mit der Tanja angreifen, weil der würde mich instant killen. Weil das ist die effektivste Anti-Infanterie-Verteidigung, die es gibt in dem Spiel. Und mit der Tanja wäre das natürlich nicht so doll. So, aber jetzt frage ich mich natürlich. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz mein Ohr kratzen, so. Jetzt frage ich mich natürlich, hier sind 2 Einheiten. Das hier, das ist nochmal ein Arzt und das hier ist ein Invasor. Das heißt, der übernimmt Gebäude. Ich zeige euch mal den Namen. Das sollte eigentlich auch hier ein Invasor sein, ne? Ah, nein, ein Ingenieur. So rum, okay. Das ist anscheinend eine sehr spezielle Version. So, das ist dann Team-Spezialeinheit. Ich muss das jetzt mal überlegen, weil hier ist Geld drin.
Und hier ist eine russische Basis. So, Tanja, dann würde ich sagen, mach du mal das kaputt. Die Artillerie, mach mal das Ding hier im Arsch. Schön mit deinem C4 Plastiksprengstoff sprengen. Genau. Zack. Und das ist mit einem Schuss kaputt. Also das ist sehr angenehm gerade. Diese Explosionsgeräusche, das ist einfach so herrlich übertrieben. Dieses... es ist einfach nur geil. Schön, das gute alte Command & Conquer spielen. Und ja. Genau, also immer schön weiter voranpirschen hier. Wir sollen ja die 5 Brücken vernichten. Und ja. Genau, dann sehe ich da oben schon einen Typen rumstehen. Da ist noch einer. Die werden nämlich erst getriggert, wenn ich einen von denen vernichte. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal zu speichern. Mal gucken, ob der dann wieder die Aufnahme abbricht. Eine Sekunde. Nee, bis jetzt läuft sie noch. Okay, ich beobachte mal die Zahl da oben. So, wo soll ich jetzt hin? Mache ich erst die Basis platt oder soll ich direkt hier hoch? Nee, ich glaube, ich mache erst die Basis platt. Also richtig schön alles mitnehmen. Ja, da bin ich dabei. So, hier kommen nämlich auch Hunde irgendwo, weil die Hunde, das ist halt... Die Hunde sind halt extrem mies, weil die können mich instant killen. Genau sowas. So, dann probiere ich mal, ob ich hier ein bisschen weiter vorankomme, ohne dass mich irgendein Penner trifft hier. So. Ne, jetzt scheint die Aufnahme zu laufen. Ja, willst du ein Nachschlagübchen? Ja, die wollen Nachschlag. Schieß! Oh Gott. Oh, diese Hunde. So, das ist weg. Nee, ich will nämlich ein spezielles Gebäude erobern. Oh Gott. Boah, habt ihr mal gesehen, wie stark die Grenadiere sind? Schon krass, ja. Und zum Glück haben wir 2 Erste, weil direkt zack, instant heilen. Habt ihr mal gesehen, wie stark die Grenadiere hier sind? So, du machst mal das kaputt. Bumm, ja, ja. Diese Explosion. Ein Moment. Nee, das kannst du ruhig kaputt machen. Tanja kümmert sich mal da drum. Da oben ist nämlich ein Raketenwerfer. Ja, die Russen, die haben Raketenwerfer. Eine sehr unfaire Waffe. Das ist das Pardon quasi zu den Alliierten. Boah, mach das mal kaputt. Ich hoffe, der Raketenwerfer ist jetzt weg. Weil es gibt wirklich einen Raketenwerfer hier. Ah, scheiß Grenadier. Oh, diese Kackgrenadiere überall. Oh, mach den kaputt. Mach den kaputt. So, Ärzte halt mal bitte. So, dann, ja, hol ich mir die Waffenfabrik. Das habe ich nämlich vorgehabt. Ich schwächte jetzt bis auf Rot, weil um ein Gebäude einzunehmen mit dem Ingenieur, muss das Gebäude im roten Zustand sein. Das heißt, fast kaputt. Ich hoffe, dass der das nicht verkauft. Warte mal, geht das noch einmal, ne? So, jetzt. Nein, der verkauft es. Ah, schade. Ich dachte, man könnte das einnehmen. Schade. Nein, er verkauft es. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay, das ist schade. Das ist echt schade. Dann habe ich nichts am Ende. Ja, ist egal. Ah, doch, ein Bauhof könnte ich. Ein Bauhof könnte ich mir einnehmen. Den repariert er nämlich. Das heißt, den wird er nicht verkaufen. Hund! Oh Gott. Oh Gott. Wo kam der Scheißhund hierher, ey? Alter, ich krieg den nicht platt? Ernsthaft? Nein, Tanja. Nein, ich kann... Nee, den krieg ich nicht. Nee, dann... Nee, das wäre mir zu blöd. Dann mach den kaputt. Schade, ich dachte, ich könnte hier irgendwas aufbauen. Aber leider geht das nicht. Ist okay, ist auch nicht so wichtig. So, dann geht's mal weiter. Da oben sehe ich wieder irgendwas... Ein Fass. Okay. Ah! Ah! Oh Gott, Grenadier! Nein! Ah, oh, ich hasse diese Grenadiere. Die sind so stark. So,
So, dann machen wir das kaputt. Da sind nämlich Fässer, da sind wahrscheinlich mit Sicherheit auch Soldaten und eine Brücke ist schon im Arsch. Okay. Sehr schön. Gut, dann geht mal wieder zurück, alle Mann. Und ja, wie gesagt, also Commander Conquer, ey. Richtig schönes Kindheitsspiel. Ach ja, herrlich. Und ja, wie geht's euch so? Alles gut bei euch? Bei mir? Ja, ich bin gerade von der Arbeit wiedergekommen. Und zock jetzt hier schön Commander Conquer im deutlich abgekühlten Sommer. Weil der Sommer bis jetzt war schon echt krass. Also mit 40 Grad und allem und jetzt mittlerweile wieder angenehme 22. Also das ist schon, muss ich sagen, nicht schlecht. Mag ich lieber als diese Bullenhitze, ganz ehrlich. Oh, da kommt wieder einer. So, hau ab. Da ist wieder einer, ein Schütze. Und weg damit. So, genau. So, ich will ja alles mitnehmen von der Mission. Das heißt, hier wäre auch noch ein Bereich, wo ich noch nicht war. So, dann schauen wir mal weiter. Da ist wieder ein Schütze. Der schafft es auch noch zu schießen. So, zack. Hund! Oh mein Gott. Oh, ich hab so Schiss vor diesen Hunden, ey. Scheiß Grenadiere auch. Grenadiere sind echt heftig von den Russen. Also, wenn du nur Infanterie hast und du ein Gegnerteam aus Grenadieren hast. Oh, was zieht denn da ab? Der Verstärkung gekriegt, der Penner. Wo wollen die denn hin? Normalerweise rennen die zu mir. Ah, die wollen ja Artillerie haben. Oh Mann! Was machen die denn? Artillerie, schieß! Schieß! Ah, mach die kaputt! Ja, die Artillerie geht jetzt drauf. Scheiße. Danke. Ah, ja, egal. Das wird jetzt eine scheiß Statistik. Aber ich bin auch mit einer der einzigen, der seine Artillerie verliert. Naja. Egal. Die Artillerie braucht man nicht unbedingt. Ich muss nur hier die Brücken vernichten. Ja, irgendwie ruckelt das ein bisschen. Ich glaube, das liegt an dem Aufnahmetool. Weil ich nehme halt den OpenGL-Modus von meinem Loilo. Damit es halt eine einigermaßen gute Quali ist. Ja, ich mache nochmal die Spielgeschwindigkeit hoch und die Scrollgeschwindigkeit hoch. Ja, das bringt nicht viel. Ja, doch, ein bisschen was. Okay. Na gut, dann warte ich jetzt mal auf Titania. Damit sie da einmal auf die Fässer schießt und das war's dann mit der Mission. Yep. Genau so. Jetzt habe ich natürlich noch den Invasor nutzlos. Nicht eingesetzt. Keine Ahnung warum. Ah, in der Vision kann man auch hier die Pfeiltasten nutzen. Das habe ich einfach mal ausprobiert. Das geht. Also man kann die Ansicht mit den Pfeiltasten verschieben. Ha? Was? Was? Wo war... Was? Mach mir doch nicht so eine Angst hier. Ich will nicht diese Mission verballern, nur weil... So, zack. So, okay. Nur noch diese Brücke hier, ne? Eins, zwei, drei, vier... Ah, es waren nur vier, okay. Es waren nur vier. Ha! Dieser Panzer da oben. Ja, ja. So, zack. Einsatz erfolgreich. Der Panzer wollte mich nämlich angreifen, aber es hat nicht funktioniert. So. Das war wieder so übertrieben. Naja, keine Ahnung. Aber sowas ähnliches haben wir auch gemacht. Ja, das stimmt schon. Okay. Boah. Eine Einheit zu 72 Sowjets. Alter Schwede. Ja, Kohle 2000 haben wir nicht gebraucht. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich nehme direkt die nächste Mission auf, weil es geht ja noch schnell. Und ja. Es geht nämlich jetzt, also wir sehen, die Russen breiten sich immer weiter aus in Deutschland. Aber wir machen hier unsere Fortschritte in Polen. Und genau, jetzt mal nach Südpolen. Mit der Cutscene. Commander, I wish I could say I had good news. But not all of our battles fared as well as yours.
The Greek front is collapsing, and Germany is all but taken. However, not all is lost. Your efforts have hampered Soviet progress in this area. The bridges you destroyed have caused the Soviets to redirect their forces through a certain mountain pass that I believe you are familiar with. They are gambling that you will not be able to stop them a second time. Prove them wrong. Stavros. Expect a heavy concentration of Soviet armor. The base you established is still standing. Get it up to speed as quickly as possible. We're counting on you to keep the Reds from breaking through.